Jetzt wird's langsam ernst. Wir stellen uns endlich dem ersten Arenaleiter und direkt danach entwickelt sich der kleine Fratz Krokel. Und diesmal wirklich. Episode 13. Arenaleiter Kolso und Krokels Entwicklung. Okay, also Pepper hält etwas geheim vor uns. Also er arbeitet mit irgendeinem Pokémon, was wir vielleicht nicht sehen dürfen. Und mein Handy klingelt jetzt auf einmal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier beobachtet werde. Und, wer ist dran? Antiqua! Hallo Bela, hier spricht Antiqua. Koraidon scheint einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt noch stärker beschleunigen, während du auf ihm reitest. Steuerung beim Sprint. Drückst du auf den linken Stick, kann Koraidon nun sprinten. Wenn es während eines Sprints gegen einen Baum stößt, ist es möglich, dass ein Pokémon herabfällt und dich in einem Kampf verwickelt. Ich hoffe, dass du die Paldea-Region zusammen mit Koraidon noch weiter erkunden wirst. Vergiss auf eurem gemeinsamen Abenteuer nicht, dass du dabei keine festgelegten Route folgen musst. Der Weg liegt dir allein in deiner Hand. Behalte einfach die Karte im Blick und wähle ein Ziel, das dir beliebt. Lass dich dabei ruhig von deiner Neugier leiten. Ihr zwei werdet auf eurer Reise mit Sicherheit viele Erfahrungen sammeln und daran wachsen. Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Koraidon kümmerst. Ja, sauber. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Also so war es ja bisher ganz normal. Boah. Okay. Juhu. Okay, das ist natürlich schon geil. Ja, also da sind wir im Nu wieder in alle Ecken von Paldea wieder zurückgelaufen. Das ist ja... Wir haben Giergespenst. Oh, nein. Okay, wir müssen vielleicht ein bisschen aufpassen, wo wir so sprinten. Oh. Kramurx haben wir noch. Das Ding hier einsammeln. Ein Leichtstein. Und wir haben die ganzen Trainer hier noch auf den Routen. Aber ich will das Gierspenst gerade noch einsammeln. Gehen hier runter. Gierspenst. Münze. Sehr gut. Okay. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier die Trainer weitermachen, reise ich jetzt mal langsam Richtung Voladin. Und wir gucken mal, dass wir die erste Arena schon hinter uns bringen, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie Angst auch tatsächlich. Haben wir auch nochmal einen Gierspenst? Dass wir hinterher vielleicht doch zu schwach sind für die Arena. Weil wir mit Krokel eigentlich... Wir probieren es ein. Oh, das ist das weiße Mäuschen. Aus dem japanischen Trailer. Ach, die sind zu zweit. Immer. Zwiebs. Oh mein Gott. Okay, sehr, sehr schlichtes Design. Aber es ist 1:1 das Artwork, was wir im japanischen Trailer gesehen haben. Ja, wir probieren uns einfach mal durch. Was für ein... Aber sind ganz schön stark. Ist das jetzt quasi die Alternative zu Minun und Plasle, oder? Sehen aber sehr interessant aus, wirklich. Ah, hat beinahe geklappt. Ich probier's nochmal mit dem Superball. Jetzt nicht nochmal draufhauen. Komm, bleib drin. Bleib schon drin! Yes! Zwiebs wurde gefangen. Sehr gut. Merkel versucht Sorgensamen zu erlernen. Was ist denn Sorgensamen? Ziel wird bepflanzt. Deine Fähigkeit wandelt sich um zu Insomnia und hindert es daran einzuschlafen. Ja, nehmen wir das dann dafür raus. Ganz einfach.
Sehr gut. Jo. Okay. Da haben wir noch ein gelbes. Oh Leute, es geht nicht. Es geht nicht. Wir können... Nee, wir müssen jetzt mal ein bisschen vorankommen. Also wenigstens mal die erste Arena nehmen wir jetzt mit. In Boladin. Eben mal schnell noch die Pokémon heilen. Wir haben ja schon ein bisschen gelitten. Und dann gucken wir mal, was der Arenaleiter hier sozusagen hat. Okay. Bitte beehre uns bald wieder. Immer gerne. So, dann lasst uns jetzt gerade mal bei den Pokémon-Boxen eben kurz schauen. Ich will definitiv mein Krokel wieder haben. Und will aber auch dann das Knabon dabei haben. Wir brauchen auch Felino. Geist. Genau, Geist war das, genau. Gierspenst war ein, naja, sagt ja auch eigentlich der Name, ne? Ein Geist-Pokémon. Ja, sonst haben wir erstmal noch nichts. Gravaloro nehmen wir noch mit rein. Für den Kampf jetzt gegen den Arenaleiter. Und dann muss ich die Box mal erst nochmal wieder aufräumen. Perfekt. Was haben wir hier Schönes? Wer seid ihr denn? Auf Mopex. Das ging ja schnell. Ich bin früher als gedacht angekommen. So. Willkommen in Boraldin. Mit der... Oh, mit der 2 FPS Windmühle. Wann switcht die denn rüber, dass die nicht mehr so hakelig läuft? Das ist natürlich schon bitter. Das ist schon krass. Erst jetzt läuft sie normal. Okay, wow. Weiß nicht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir das jetzt wirklich so sehen, weil es in dem japanischen Trailer halt wirklich ohne Probleme ging. Was haben wir denn Schönes hier? Wir haben hier Getränkeautomaten. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier in die Häuser nicht rein kann. Wir haben hier noch einen Kaffee. Ganzen Blumenbeete, Sonflora-Statuen. Sonflora am Wendepunkt. Künstler Kolso. Kolso ist der Arenaleiter in dem hiesigen Ort. Mal hier mit Spielcasino. Ich erstmal hier so ein bisschen in Ruhe umgucken. Da-da-da. Frühling im Anmarsch. Okay, von der Gestaltung her finde ich es schön. Ist wirklich schön. Wesentlich schöner als Schwert und Schild. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Ein Spielplatz oder was soll das sein? Ich glaube, der Arenaleiter ist generell so ein bisschen sehr an Kunst interessiert. Sehr interessant. Sonnenkern und Sonflora sind hier die Pokémon der Stadt scheinbar. Das erkennt man ja doch relativ schnell. Und hier kommen wir wieder raus. Okay. So, dann. Lasst uns hier hochgehen. Und ab in die Arena, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Kommt man hier nicht zu der Arena-Prüfung? Zumindest gehört das doch, glaube ich, dazu. Was haben wir hier? Ernte. Künstler. Okay. Was ist das denn hier? Okay, das ist, glaube ich, hier wirklich so eine Art Spielplatz. Hier kann man sich richtig austoben. Das ist echt cool gemacht.
Hier oben gefällt es mir am besten. Ich liebe hohe Orte, über alles. Außerhalb der Stadt soll es ja sogar gewaltige Aussichtstürme geben. Jetzt hier voll begeistert. Oh, ich wollte auch gar nicht auf Koraidon reiten gerade. Sehr interessant. Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Hallo? Müssen wir hier wieder hoch? Ups. Oh, Item. Fähigkeitstausch. Ist das wirklich ein... Das muss eines der Werke von Meister Kolse sein. Nur der Stil passt nicht so ganz. Was ist das? Endlosschleife. Künstler unbekannt. Okay. Ja, tatsächlich gerade ein bisschen komisch. Was das jetzt mit einer Endlosschleife gerade zu tun hatte. Wir können überall runterspringen, aber vom Klettergerüst nicht. Oh. Ja, oder so. So geht's natürlich auch. Alles klar. Okay. Vater mit seinen Kids. Seid ihr dabei? Total. Sie bestaunen das Klettergerüst. Was haben wir hier noch? Gott, hier gibt es so viel zu sehen. Ein Riesenpool. Die Ortschaften bis jetzt wirklich sehr schön designt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh. Jetzt wird's spannend. Bestimmt kommt jetzt eine Mila und will noch einen Kampf, bevor wir da reingehen. Oh, doch nicht. Okay. Was ist hier los? Kolso ist schon krass, oder? Alle voll begeistert. Okay. Die erste Arena. War mein Gedanke ja gar nicht so verkehrt. Hey, Bela. Du bist also zu dieser Arena gekommen. Heißt das etwa, was ich denke, dass es heißt? Du willst die Arena-Orden sammeln und dich der Pokémon-Liga stellen? Jawohl, das will ich. Super, ich wusste es. Gut, dass ich es dir vorgeschlagen habe. Bevor du gegen den Arenaleiter oder einen Arenaleiter antreten darfst, musst du erst noch die Arena-Prüfung meistern. Die Prüfung verläuft in jeder Arena anders, also informier dich am besten beim Empfang. Hier, die sind für dich. Denk an mich, wenn du deine Pokémon damit heilst. Hey, danke. Es freut mich total, dass du auch Champ werden möchtest. Ich kann es kaum erwarten. Also dann, halt dich ran. Ich bin so hibbelig und am besten kämpfe ich dabei einfach gegen all die Trainer, die es hier gibt. Ja, davon gibt es wirklich sehr viele. Okay. Willkommen in der Arena von Boladin. Lass mich dich zuallererst als Herausforderer registrieren. Dein Name ist Bela, sagst du? Genau. Bevor du dich mit Arenaleiter Kolso messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, Sonflora zu suchen. Wie du vielleicht weißt, ist Boladin die Stadt der Künstler. Die Anwohner hier wissen die Sonne und die Natur sehr zu schätzen, denn die Sonne lässt die Pflanzen gedeihen, die wiederum zum Motiv ihrer Kunst werden. Sonflora verkörpert beide Elemente, weshalb das Suchen und Versammeln von Sonflora hier zur Tradition geworden ist. Deine Aufgabe ist es also, Sonflora in Boladin zu finden. Halte Ausschau nach Pokémon, die wie sonnenförmige Blumen aussehen. Um die Arena-Prüfung zu bestehen, musst du 10 Sonflora einsammeln und sie zum Sonflora-Plaza bringen. Lass mich den Plaza schnell auf deiner Karte vermerken. Geh einfach nach rechts, sobald du die Arena verlässt. Ah, okay, da waren wir ja eben. Jawohl, danke sehr. Gut, begib dich zum Sonflora Plaza. Dann wollen wir mal gucken. Also 10 sollten doch relativ schnell zusammen sein. Okay, ja. Also 10 Stück sammeln und dann dahin bringen.
gehe jetzt erstmal dahin, weil ich ja erstmal noch mit dem Personal sprechen muss. Sehr gut. Hallo, ich bin Solena und kümmere mich um die Sanflora der Arena. Du bist hier, um dich an der Arena-Prüfung zu versuchen, richtig? Dann werde ich den Sanflora gleich mal sagen, dass sie sich verteilen sollen. Okay. Also gut, sie scheinen bereit zu sein. Das heißt, die Arena-Prüfung geht bald los. Bitte kehre zum Sanflora-Plaza zurück, sobald du 10 Sanflora eingesammelt hast. Okay. Dann wollen wir mal. Kann ich ja auch mit Koraidon gucken? Ist die Frage, wo die jetzt hier wirklich überall sind, ne? Da. Es begleitet dich nun. Na komm. Jo, hier sind ja schon 3. So, 4. Wo sind noch mehr? Aber es geht nicht auf Zeit, oder? So, 5 Stück. Da hinten ist eins. Okay. Sanflora folgt dir nun. 6 Stück. Hier unten sehe ich keine. Da. Ist auch noch eins versteckt. 7. 8. Oh, lass mich durch. 9. Cool, mit dem Ring da am Boden. Ist schon ordentlich am Spielen. Oh, warte. Hab ich das gerade im Augenwinkel richtig gesehen? Nee, habe ich nicht. 9. 9, 9, 9, 9, 9. Neun Stück. Wo ist Nummer 10? Da hinten. Okay, wir haben alle 10 gefunden. Sehr schön. Die bewegen sich aber auch. Okay, hätte ich jetzt auch. Tut jetzt im Spiel keinen Abbruch, aber es hätte flüssiger laufen können, tatsächlich. So, finde die Sanflora, ist damit bestanden. Gratuliere, du hast alle 10 Sanflora gefunden. Damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Bitte geh als nächstes zum Empfang der Boladin-Arena und erstatte dort Bericht. Sehr cool. Sehr nice. So, Moment. Ach Quatsch. Ach, wie ging das denn nochmal? Nee, 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 nee. Genau. So. Und wir machen direkt mal noch ein Beweisfoto hier. Jawohl. Sehr gut. Ab und zu mal ein paar Fotos muss sein. Wir müssen uns ja auch irgendwie an die ganzen Abenteuer erinnern. Okay. Boah, durch Sonneneinstrahlung wirkt das so, als hätte ich gelbe Haare. Krass. So. Dann können wir also. Du hast es geschafft, 10 Sanflora auf dem Plaza zu versammeln. Herzlichen Glückwunsch. Damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Nun darfst du dich unserem Arena-Leiter stellen. Möchtest du Arenaleiter Kolso das künstlerische Naturtalent herausfordern? Ja.
Dann bringe ich dich jetzt zum Kampfplatz. Sauber! Unsere erste Arena in Paldea. Musik ist cool. Sieh an, ein Herausforderer. Oh. Und hopp. Respekt, dass du es bis hierhin geschafft hast. Ich heiße Kolso und bin ein Künstler, der sich auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert hat. Außerdem bin ich der Arenaleiter von Boladin. Ich habe deine Arena-Prüfung von der Windmühle aus beobachtet. Diese Scharfsicht, mit der du die Sonflora aufgespürt hast. Wahrlich avantgardistisch. Ich hoffe, dass du in diesem Sinn für Ästhetik auch im Kampf demonstrieren wirst. Es ist an der Zeit, ein gemeinsames Kunstwerk zu schaffen. Oh, 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 jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Bist du bereit? Lassen wir unsere Kreativität freien Lauf. Ich bin gespannt. Mogelbaum wissen wir ja aus dem Trailer, aber was wird denn noch mit raus auspacken? Ein Little Mini. Sehr cool. Kunst kann erschaffen und zerstören. Hüte dich nicht, zu Nährstoff für mein Pokémon zu werden. Ich denke nicht. Wir beginnen direkt mit Einäschern. Komm, kleines Krokel. Du schaffst das. Sehr effektiv. Sehr gut. Megasauger zieht uns nicht ganz so viel ab. Ba, 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 ba. Und Glut hinterher. Sehr gut. Das erste Pokémon von Kolso ist damit schon besiegt. Yay, Level 18. So, wir nehmen aber jetzt Knabon mal mit dran. Ich will jetzt hier nicht mit Krokel komplett durchkämpfen. Das wäre mir ein bisschen zu langweilig. Geil. Wie mein Trainer halt grinst. Völlig glücklich. Okay. Auch hier setzen wir gut ein. Gegen Olini. Olini haben wir in der freien Natur auch noch gar nicht gesehen. Vielleicht irgendwo zwischen den Klippen. Da müssen wir sowieso nochmal zurück. Oh, 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 oh. Es geht mit Tackle in die nächste Runde. Und Feuerwirbel, los. Sehr effektiv. Als nächstes wird der Mogelbaum einsetzen. Ehrlich zu erlernen. Ja, mach. Licht. Wir nehmen Erstauner mit raus. Ich setze das nächste Mogelbaum ein. Ne, wir werden das Pokémon wechseln und wieder zurück auf Krokel gehen. Ba, 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 ba. Und dann werden wir Terra kristallisieren. Dein Kunstwerk hat Potenzial. Lass es uns gemeinsam vervollständigen. So. Und los geht's. Glut. Ab geht's. Wie geil. Krokel nochmal Terra kristallisiert zu sehen. Süß. Also da geht's noch, finde ich, mit dem Kronleuchter oben drauf. Es ist Zeit für mein nächstes Meisterwerk. Ich nenne es von der Mogelei zum Baum. Ja, Ethera kristallisiert jetzt auch, klar. Geil, auch der Soundtrack umschwung. Und jetzt tobt gleich die Menge. Jetzt tobt gleich die Menge. Terra-Typ Pflanze. Macht Mogelbaum dann auch endlich mal zum Baum. Da, 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 da.
Mega, mega cool. In der Welt der Kunst ist das Tempo manchmal entscheidend. Also, heben wir es an. Mega cool. Los, Kyokel, einäschern. Oh, 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 nein. Oh, es wird knapp, Leute. Es wird ein knappes Spiel. Yes. Damit haben wir Arenaleiter Kolso besiegt. Oh, Bramus Level 17. Boah, der... Was ist der sich am Ärgern, ey. Der rastet gleich voll aus. Dö. Nanu? Krokel entwickelt sich. Oh, oh. Es waren schöne erste Level mit dir. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt, wie die Entwicklung aussehen wird. Krass. Und? Was ist das? Lokroko? Dein Krokel hat sich zu einem Lokroko entwickelt? Ich analysiere gerade seine Optik. Also der Streifen ist ja ungefähr gleich geblieben, aber was ist das oben auf seinem Kopf? Sieht aus wie eine... Wie ein Feuer? Also... Das Drumherum sieht so ein bisschen aus wie so ein Sombrero. Für Lokroko wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Lokroko, Feuerkroko-Pokémon. Seine Feuerenergie und sein Überschuss an Lebenskraft brachten gemeinsam den eiförmigen Feuerball auf seinem Kopf hervor. Aha. Okay, also doch die richtige Vermutung. Oh. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor der Endstufe. Oh. Egal. Welch künstlerische Taktik. Die Abfolge der Attacken, die Auswahl der Pokémon, deine Strategie war perfekt bis ins kleinste Detail. Wenn dieser Kampf nicht als wahre Kunst bezeichnet werden kann, dann ist nichts auf der Welt dieses Titels würdig. Na schon, gib schon. Du hast meine Herausforderung makellos gemeistert. Als Beweis deines Erfolgs überreiche ich dir einen Arena-Orden. Diesen Moment sollten wir mit einem Erinnerungsfoto verewigen. Wie geil ist das denn? Kriegt man jetzt jedes Mal ein Foto? Sauber. Boladin, Arena gemeistert. Der Weg des Champs. Okay, das finde ich cool gemacht, dass man so ein bisschen Erinnerungsfeeling halt hat. Wenn du einen Arena-Orden besitzt, lassen sich Pokémon bis Level 25 leichter fangen und sie gehorchen dir stets. Einem so begabten Trainer wie dir möchte ich auch meine Lieblings-TM schenken. Wegbereiter. Genau, hat Mogelbaum insgesamt einmal ausführen können. Wegbereiter. Der Anwender greift an, als würde er aus hohem Gras hervorspringen. Mit wendigen Schritten erhöht er seine Initiative. Die Inspiration sprudelt gerade nur so aus mir heraus. Die Gunst der Stunde will genutzt sein. Entschuldige, aber ich muss mich so gleich an ein neues Werk setzen. Cool. Okay, ich bin jetzt nur ein bisschen skeptisch, was die Endstufe von Krokel angeht. Lokroko. Interessante Namenswendung. Oh, unser Handy geht hier. Ist wieder unser Hacker? Nee, Nemila. Hallöchen. Meine Pokémon haben ein paar richtig coole neue Attacken gelernt. Da wirst du Augen machen. Wie lief's denn bei dir bei der Arena? Es war ein voller Erfolg, würde ich mal sagen, Nemila. Ja, Glückwunsch. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Mann, bin ich froh, dass ich dich dazu ermutigt habe. Ich bin aber auch überall und jederzeit schwer am Trainieren, musst du wissen. Die Paldea-Region ist ziemlich groß. Deshalb würde ich dir empfehlen, immer die Karte im Blick zu behalten und dir ein Ziel zu setzen. Aber lass dich ruhig auch mal vom Wind treiben. Jenseits ausgetretener Pfade kann man tolle Abenteuer erleben, die einen stärker machen. Da fällt mir ein, was Peppa wohl gerade so treibt.
Naja, egal, ich muss los. Lass uns nochmal kämpfen, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Sehr cool, wir haben den ersten Arena-Orden. Okay, und wir haben... Krokel entwickelt. Ich glaube, es wird... Ich hoffe, es wird so eher so Impagator-mäßig in die Richtung gehen. Ich hoffe wirklich. Bitte versaut's nicht. Okay. Gut, somit haben wir jetzt den ersten Arena-Orden. Gehen jetzt hier gerade mal runter. Zurück zum Pokémon Center. Wir werden mal schnell noch ein paar Pokémon heilen. Genau. Oh, jetzt ist Krokel weg. Ich werde ihn vermissen. Sehr gut. Vielen Dank für deine Geduld. Die Energie deines Terrakristall-Orbs ist nun ebenfalls vollständig wieder aufgefüllt. Sehr gut. Wurde wieder aufgeladen. Cool. Ja, und dann würde ich sagen, werden wir nochmal zurück hier in die südliche Zone gehen und weitere Pokémon sammeln, die wir eben noch nicht gefangen haben. Wie zum Beispiel das Pokémon hier.